Fries, Tankstudio, ja bitte. Wer ist da? Ich kann sich nicht verstehen. Moment mal bitte. So, nochmal bitte. Fischer hier, Robert Fischer. Ist die Tanzerei noch nicht zu Ende? Nein, die Tanzerei ist noch nicht zu Ende. Worum geht es? Können Sie Herr Tiron etwas ausrichten? Was soll ich hier ausrichten? Dass ich Sie abhole. Sie soll auf mich warten. Würden Sie das sagen? Gut, sage ich ihr. Die Tanzerei ist gerade zu Ende. Wie, was? Wieso, wie, was? Ich habe nie verstanden. Sagen Sie mal, so ganz okay sind Sie nicht. Ich sagte, der Tanzunterricht hat gerade aufgehört. Sind Sie noch da? Sagen Sie ihr, dass ich ihr entgegenkomme mit dem Wagen. Sagen Sie ihr das. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Sie soll mir nicht davonlaufen, ja? Danke. Vielen Dank. Zahlen. Du hast eine Menge getrunken. Na und? Haben Sie was gegen gute Kunden? Nein, gegen gute Kunden habe ich überhaupt nichts. Aber du bist nicht mehr ganz sicher auf den Beinen, lieber Junge. Bin ich ja, lieber Junge. Ich kenne dich lange genug, aber wie du willst. Ich sehe, dass du betrunken bist. Mit dem Wagen losfahren bist. Und wollen Sie mich etwa daran hindern? Gib mir den Autoschlüssel und geh deine Freundin zu Fuß entgegen. Fassen Sie mich nicht an. Lass den Wagen stehen, Robert! Robert, mach keine Dummheiten! Mich abholen! Um Gottes Willen, das fehlt mir noch. Er kommt Ihnen entgegen, aber Sie sollen ihm nicht davonlaufen. Tja, das werde ich unter Garantie tun. Der soll mich in Frieden lassen. Was ist das für ein Junge? Er läuft mir nach. Überall taucht er auf. Ja, und was will er? Na, was will der schon? Dann war er mit mir tanzen. Aber das ist er, darunter versteht. Komm. Ich hab's ihm immer wieder gesagt, dass Schluss ist. Er glaubt's einfach nicht. Jetzt kommt er mir auch noch entgegen. Hast du Angst vor ihm? Nein. Aber ich will einfach nicht mehr mit ihm reden. Mach's gut. Alfred! Was ist los, Andrea? Hattie ist nicht nach Hause gekommen. Sie müsste längst da sein. Wo ist sie denn? In der Tanzschule. Mit dem Fahrrad? Ja, mit dem Fahrrad. Hast du schon angerufen? Ja, sie sagen, sie ist schon lange weg. Schon über eine Stunde. Alfred! Ja? Ich habe Angst. Margarete? Was ist denn da los? Ich sehe mal nach. Robby? 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 Mama. Was ist denn, Junge? Hilf mir. Ja, was ist denn? Hilf mir. Bist du verletzt? Was ist denn passiert? Hattie ist tot. Was? Hattie ist tot. Ich hab sie umgebracht. Was ist denn? Robert ist es. Er sagt, er hat seine Freundin umgebracht. Hat keinen Unsinn. Gottes Willen, Anton. Jetzt nimm dich mal zusammen. Was ist los? Er sagt, er hat Hattie umgebracht. Wo ist der Junge? Was ist los? Sieh mich an. Du bist betrunken.
Papa, ich habe sie umgebracht. Ich wollte es nicht. Ich habe sie vom Rad gestoßen. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich wollte doch nur mit ihr reden. Komm rein. Ich wollte doch nur mit ihr reden. Aber sie sagte, hau ab, verschwinde. Und da habe ich sie... Komm rein. Nimm mal deinen Verstand zusammen. Was ist mit dem Mädchen? Er sagte, ich wollte Schluss machen. Sie war in der Tanzschule und er wollte sie abholen. Sie kam mir mit dem Fahrrad entgegen. Aber sie hat einfach nicht angehalten. Und es gab Streit und da hat er sie... Warum muss ich das alles erzählen? Jetzt hör auf zu heulen. Hat dich jemand gesehen? Ob dich jemand gesehen hat? Vater fragt, ob dich jemand gesehen hat, Junge. Nein. Denk nach. Ist dir jemand begegnet? Irgendjemand? Bei der Hinfahrt? Bei der Rückfahrt? Nein, niemand. Dann ist ja noch nichts verloren. Zieh das aus, schaff das weg. Verbrenn das oder tu das in den Müll. Nein, nicht in den Müll. Wir werden überlegen, wohin damit. Und du, Klammerz, komm zu dir. Steck ihn ins Bett. Hör zu. Du hast das Haus heute nicht verlassen. Du bist früh ins Bett gegangen. Dieser Idiot! Ist das die Straße? Ja, es ist der kürzeste Weg. Ich habe ihr immer gesagt, nimm doch den anderen Weg, wenn es dunkel ist. Ein Fahrrad. Es ist nicht Eddie. Halt an! Hetty's Rad! Es ist ihr Rad und ihre Tasche! Wo haben Sie das Rad her? Was gefunden ist, lag hier neben der Straße. Ich muss nur aufpassen. Wo genau haben Sie es gefunden? Geben Sie das Rad her. Ja. Steigen Sie ein! Ist das weit von hier? Wo Sie es gefunden haben? Verdammt, haben Sie es verstanden? Wie weit das ist! Steck doch Ihr Rad her! Los, beeilen Sie sich, steigen Sie ein! Los, beeilen Sie sich, steigen Sie ein! Haben Sie nur das Fahrrad gefunden? Das Rad gehört meiner Tochter. Sie ist nicht nach Hause gekommen. Sie müsste längst zu Hause sein. Haben Sie unsere Tochter nicht gesehen? Ein junges Mädchen. Warum antworten Sie nicht? Herrgott, nochmal, machen Sie doch endlich Ihren Mund auf! Da vorn hier. Man sieht ja nichts, es ist so dunkel hier. Nun kommen Sie schon raus. Sagen Sie, wo das Fahrrad war. Kommen Sie. Kommen Sie schon. Erreicht? Ja, ist am Apparat. Stefan, Mord in Forstenried in der Waldstraße. Von wo rufst du an? Fand ich gleich vom Stuhl. Ich hab den Notarzt rufen müssen. Den Notarzt? Was ist denn los? Nichts Besonderes. Ich weiß nicht, vielleicht ein Infekt, Schüttelfrostfieber. Der Kreislauf ist nicht in Ordnung. Das nennst du nichts Besonderes? Aber das ist kein Grund, sich aufzuregen. Also, was ist mit dem Mord? Mach dir mal die Tür zu. Ein junges Mädchen ist umgebracht worden. Ja, behalten die dich da? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Ja, Menschenskind, wir brauchen dich doch jetzt. Nein, du brauchst mich nicht. Das ist dein Fall und du wirst ihn lösen. Wieso mein Fall? Ich meine, den werden sie mir eh wegnehmen. Nein, das werden sie nicht tun.
Wenn irgendetwas ist, dann ruf mich an. Ich habe Telefon hier in der Klinik, ich habe Telefon zu Hause. Hm? Harry, nimm nie die einfachste Lösung. Aber das weißt du ja. Okay? Ja, ja, Stefan. Also, gute Besserung. Wir sollen es alleine machen. Also los. Hast du meine Zigarette, bitte? Ich denke, du rauchst nicht mehr. Ich rauche jetzt aber. Kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Weil es ein junges Mädchen ist? Ja, weil es ein junges Mädchen ist. Rauchen im Wald strengstens verboten. Wer bringt so ein Mädchen um? Vielleicht weiß der. Komm mit ihrem Fahrrad an, sagt, er hat es gefunden. Und hat sie nicht gesehen? Die Tote nicht gesehen? Wir werden das überprüfen. Schauen Sie, wie er da steht. Wie teilnahmslos. Was ist das für ein Mann? Wer ist das überhaupt? Was macht er hier nachts im Wald? Kann doch sein, dass ihm ein Leben weniger gilt als ein Fahrrad. Er kann einen Toten liegen lassen. Aber das Fahrrad nimmt er mit. Beruhigen Sie sich, ich habe Ihnen gesagt, dass... Der Herr, ich hab's gehört! Es wird alles überprüft. Überlegen Sie nicht auch, ob das da nicht der Mörder ist? Doch. Das überlege ich. Ich kann es nicht mehr sehen, wie meine Tochter so da liegt. Kann man sie nicht zudecken? Du hast mit der Tanzschule telefoniert? Margret. Er telefoniert mit der Tanzschule. Was hast du gesagt? Dass ich Hetty abhole. Hast du deinen Namen genannt? Sag, ja oder nein? Ja. Er hat seinen Namen genannt. Hat seinen Namen genannt. Aus. Jetzt ist es aus. Was kann man jetzt noch machen? Wer hat den Anruf angenommen? Deinen Anruf? Ein Mann. Was heißt ein Mann? Weißt du, wer das war? Fries, die Leute heißen Fries. Von wo aus hast du telefoniert? Von hier? Nein. Vom Mühlenwald aus. Hat dich jemand dabei gesehen, der zugehört? Der Wirt. Keine Chance. Wir haben keine Chance. Was siehst du mich an? Sowas haben wir großgezogen. Schau dir an, wie er da sitzt. Wo hast du das Mädchen umgebracht? Sag, genau die Stelle, ich sehe mir das an. Vielleicht ist sie noch gar nicht gefunden worden. Was ist denn hier los? Fahren Sie bitte weiter. Was passiert? Fahren Sie bitte weiter. Bleiben Sie hier nicht stehen. Ich habe Ihnen doch gesagt, fahren Sie weiter. Steht das nicht morgen sowieso in der Zeitung? Ein junges Mädchen ist ermordet worden. Erwürgt in einem Tier von Menschen. Fahren Sie jetzt nach Hause, ja? Ja, ich bringe Sie nach Hause. Ich brauche einen Arzt. Aber beschäftigen Sie sich mit diesem Mann. Mit diesem Mann da. Der Mörder.
Vielleicht ist er der Mörder. Wer ist das? Der hat die Tote gefunden. Untersuchen Sie das! Steigen Sie ein, bitte. Sie fahren nicht weg. Sie fahren uns voraus. Fahren wir jetzt hinter einem Mörder her? Er hat die Tote gefunden. Er hat das Rad gefunden. Aber vielleicht auch die Tote. Was ist mit ihm? Irgendetwas ist mit ihm nicht in Ordnung. Ist er geistig behindert? Sieht so aus. Zeigt keine Reaktion. Jedenfalls keine normalen. Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen. Was ist eigentlich normal? Kriminalpolizei. Komm mal runter. Sagen Sie, Sie arbeiten und wo noch hier? Ja. Entschuldigen Sie die späte Störung. Hat er was verbrochen? Wir haben nur ein paar Fragen an Ihren Angestellten. Außerdem müssen wir seine Kleidung sicherstellen. Geh auf dein Zimmer und zieh dich erstmal um. Wie kommen Sie rein? Er heißt Manfred Georg. Wir nennen ihn Manni. Oh, ist ein bisschen. Behindert, meinen Sie? Das will ich nicht sagen. Nein, nein, das ist er nicht. Obwohl es so aussieht. Es gibt Dinge, da ist er schlauer als wir. Alles, was mit Natur zusammenhängt. Irgendwie ist er ein Kind der Natur. Im Wald kennt er sich aus und mit Pflanzen. Deswegen habe ich ihn. Er ist ein guter Arbeiter, aber liest keine Zeitung. Was ist los mit ihm? Die Runde kenne ich. Junges Mädchen, blond, sehr lebhaft. Sie holt ja ab und zu Blumen. Könnte es sein, dass der Mann sie auch kennt? Ja, natürlich kennt er sie. Er hat sie oft genug bedient. Ich nehme an, dass er sie kennt. Wissen Sie, was in ihm vorgeht, das ist auch mir ein Geheimnis. So ganz schlau wird niemand aus ihm. Kommst du mal runter, Manni? Hör zu, Manni. Weißt du, wer da ermordet worden ist? Ich kann es ihm doch sagen, oder? Natürlich. Der Tiron. Du kennst sie doch. Ein junges Mädchen, sehr hübsch. Sie hat oft Blumen gekauft bei uns. Hedron. Du erinnerst dich? Sie ist tot. Du hast ihr Fahrrad gefunden. Und sie selbst hast du nicht gesehen? Also manchmal kann man einfach nichts mit ihm anfangen. Das ist eine Sache, die innen bei ihm passiert. Da macht er einfach zu. Die Hetty ist umgebracht worden. Hast du die Hetty gesehen? Bist du ihr begegnet? Du kannst es uns sagen, wenn du ihr begegnet bist.
hat zugemacht, sehen Sie. Wir müssen ihn mitnehmen. Ich war da, ich habe mir das angesehen. Ich habe mir angesehen, wie das Mädchen in den Sarg gelegt worden ist. Lump, gemeiner, du bringst mir deinen Dreck in den Händen. Du bringst ihn um! Ich bringe ihn nicht um. Aber die Schläge hat er verdient. Sie haben jemanden mitgenommen. Einen jungen Mann, der die Tote gefunden hat. Sie haben ihn mitgenommen. Ich muss mich morgen gleich darum kümmern. Mein ganzes Leben durcheinander. Sie waren also mit dem Fahrrad unterwegs. Und wo? Haben Sie meine Frage verstanden? Ja. Ich war unterwegs im Wald. Im Wald? Gehen Sie öfters spazieren? Nachts im Wald? In der Dämmerung. Und auch nachts. Weil manche Tiere, die sieht man nur in der Nacht. Aha. Und welche Tiere sieht man nur nachts? Dachse, Füchse. Mhm. Ich hab sie mal gesehen. Die kamen aus einem Bau. Dachse und Füchse aus einem Bau? Ja, mhm. Im Winter kommt das vor und dann wärmen die sich gegenseitig. Sie haben also Dachse und Füchse beobachtet? Wie lange? Wissen Sie, wie spät es war? Wie viel Uhr? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Uhr. Keine Uhr? Aha. Sie haben also irgendwann in der Nacht Ihr Fahrrad gepackt und sind dann wieder nach Hause gefahren. Dann sind Sie einer Radfahrerin begegnet. Sie haben sie überholt. Sie kannten sie ja. Es war Hetiron. Sie kennen doch Hetiron. Sie hat ja immer bei Ihnen in der Gärtnerei Blumen gekauft. Ja, die Hetty. Sie haben sie also getroffen. Nein. Sie müssten sie doch getroffen haben. Ich meine, das Fahrrad fährt ja nicht von alleine durch den Wald. Also, Sie haben das Mädchen getroffen, das Sie kennen und das immer sehr freundlich zu Ihnen war. Ja. Die Hetty war doch immer sehr freundlich zu Ihnen. Ja, die Hetty. Sie haben sie getroffen und haben sich erinnert, die Hetty war immer sehr nett zu mir gewesen. Oder? Nein. Nein? Ich hab es gefunden. Es lag neben der Straße und ich habe es nur aufgehoben. Das Fahrrad? Ja. Ein Naturkind. Er liebt den Wald, hat zwar keine Uhr, aber weiß, wann der Mond aufgeht. Und dass im Winter Dachs und Fuchs in einem Bau zusammenwohnen. Um sich gegenseitig zu wärmen. Hättest du das gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Er schläft. Kommen Sie. Ich fahre Sie nach Hause. Nein, ich komme heute nicht ins Büro. Ich habe Außentermine. Danke, gut. Der Junge soll im Bett bleiben. Wenn jemand etwas von ihm will, er ist krank. Hast du verstanden? Ja, ja, ja. Ohne mich keine Auskunft. Ist das klar? Ja, ja. Ich komme gerade vorbei, da dachte ich, schau mal rein. Herr Fischer ist da. Aha. Wieso aha? Weil mir was durch den Kopf geht. Darf man auch wissen, was? Nein, darfst du nicht. Guten Morgen, Herr Fischer. Morgen, Sänger. Schön, dass Sie sich mal wieder sehen lassen. Tja, war lange nicht hier, nicht? Viel zu tun, wissen Sie. Das bedeutet, dass die Geschäfte gut gehen. Ja, ich kann nicht klagen. Haben Sie irgendeinen Wunsch? Trinken am frühen Morgen? Nein, nein, das ist nicht meine Sache. Meine auch nicht. Sagen Sie mal, haben Sie gehört, was heute Nacht passiert ist? Es war gar nicht weit von hier. Ja, ich hab's gehört. Ein junges Mädchen ist ermordet worden. Traurige Geschichte. Sie kam von einer Tanzschule, glaube ich. Ja, mit dem Fahrrad. Ja. Um mal auf den Kern der Sache zu kommen. Mein Sohn war gestern Abend hier. Ja, und? Hat eine ziemliche Zeche gemacht. Oh ja, das hat er. War ziemlich betrunken, als er nach Hause kam. Um es genau zu sagen, stockbesoffen. Ja, aber die jungen Leute vertragen ja nichts mehr. Ja, das stimmt. Ja, er hat von hier aus telefoniert, erinnern Sie sich? Ja.
Haben Sie mitbekommen, worum es sich dabei gehandelt hat? Ach, wissen Sie, ich stand an der Theke. Ich hab's mitgekriegt, ohne dass ich es wollte. Ich verstehe, ja. Ihr wolltet jemanden abholen, das sollte ausgerichtet werden. Wem ausgerichtet werden? Nannte er einen Namen? Ja, ein Name, der sich leicht behalten lässt. Hedy Rohn. Das Mädchen, das gestern Nacht umgebracht worden ist, war Hedy Rohn. Oje, oje, oje. Bitte. Ja, jetzt sieht da doch jeder sofort Zusammenhänge. Das alles läuft doch auf meinen Sohn raus. Da baut sich plötzlich etwas auf. Ein Riesenverdacht. Na, ehrlich gesagt, den hätte ich auch. Dabei ist er sofort nach Hause gefahren, war viel zu betrunken, um noch weiterfahren zu können. Stimmt, betrunken war er. Und wie? Konnte kaum mehr geradeaus gehen. Ich habe noch zu ihm gesagt, gib mir den Autoschlüssel und geh zu Fuß nach Hause. Aber eigensinnig wie er ist, ist er mit dem Wagen gefahren, hat beinahe das Garagentor noch mitgenommen. Naja, das ist ja das Wenigste. Ja, jetzt ist nicht auszuschließen, dass die Polizei sich... Nicht jetzt! Die Polizei sich mit meinem Sohn befasst. Er war mit dem Mädchen befreundet. Große Liebe, großer Krach, wie das so ist. Da wäre es natürlich wichtig, wenn Sie eine Aussage machen würden. Naja, was Sie eben gesagt haben, war viel zu betrunken, um noch geradeaus zu gehen. Aha. Und dass er nach Hause gefahren ist. Ja, aber das sagt er nicht, dass er nach Hause gefahren ist. Wann hat er telefoniert, wissen Sie das? Och, nicht genau. Um 10. Aha. Ja, er braucht 10 Minuten nach Hause. 10 nach 10 war er da. Was sagen Sie dann? Ich sage das, meine Frau sagt das. So kommt er als Täter nicht in Betracht. Ausgeschlossen, hat er gar keine Zeit dazu. Aha. Sie würden mir einen großen Gefallen tun. Und die Polizei davor bewahren, dass sie einer falschen Spur nachgeht. Danke. Wie lange kennen wir uns? 20, 25 Jahre. Lange Zeit. Und meine Betriebsfeste in Zukunft bei Ihnen? Oh. 200 Leute. Ha, da muss ich ja anbauen. Darüber können wir auch noch reden. Eines gebe ich noch zu bedenken. Das Telefongespräch. Irgendjemand hat es entgegengenommen. Da fahre ich ja gerade hin. Was wollte er denn? Sein Sohn hat die Kleine umgebracht. Was? Der Robby? Ja. Und der Vater hat sich jetzt viel vorgenommen. Hallo? Wollen Sie sich anmelden? Mich anmelden? Das ist deine Tanzschule. Nein, nein, ich will nicht tanzen lernen. Ich tanze sowieso schon auf allen Hochzeiten. Ich suche Herrn Fries. Den Namen gibt's doch. Ja, den gibt's ganz oben rechts. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Ja, bitte? Sie sind Herr Fries? Ja, das ist meine Frau. Worum geht es? Könnte ich Sie alleine sprechen? Ein paar Minuten. In einer für mich sehr wichtigen Sache. Ja, sagen Sie, worum es geht. Tut mir leid. Sie können ganz offen reden. Also gut. Sie wissen, was heute Nacht passiert ist. Oder wissen Sie es nicht? Heute Nacht ist eine Schülerin unserer Tanzschule ermordet worden. Haben Sie das? Ja, das Mädchen heißt Hedy Rohn. Ja. Sie war eine Freundin meines Sohnes. Ach, wie heißen Sie? Fischer? Fischer. Und Ihr Sohn heißt Robert? Robert. Er hat gestern Abend hier bei mir angerufen. Ja, deswegen bin ich hier. Er sollte seiner Freundin Hedy Rohn ausrichten, dass er sie abholen würde. Er käme ihr entgegen und sie soll ihm nicht davonlaufen. Ich weiß. Das alles passt wunderbar zusammen. Schlussfolgerung? Mein Sohn ist der Mörder. Aber er ist es nicht. Er ist es nicht? Nein. Er hat sie zwar angerufen von einem Gasthaus. Ich habe mit dem Wirt gesprochen, der war Zeuge des Gesprächs. Er sagt, mein Sohn war viel zu betrunken, um noch Auto fahren zu können. Er hat ihm den Autoschlüssel weggenommen und ihn zu Fuß nach Hause geschickt. Ja, was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie bitten, dringend bitten, der Polizei gegenüber dieses Telefongespräch nicht zu erwähnen. Ach, nicht zu erwähnen? Ja, wissen Sie, was Sie mir da vorschlagen? Er hat telefoniert, ganz aufgeregt. Sie hätten mal hören sollen, wie er gesagt hat, sie soll mir nicht davonlaufen. Wir werden das Gespräch nicht erwähnen. Wieso? Ja, wollen Sie mich nun befragen?
Willst du, dass ich lüge? Du bist nur gebeten worden, das Gespräch nicht zu erwähnen. Und du wirst es nicht erwähnen. Ja, haben Sie gehört? Sind Sie jetzt glücklich? Ja, sehr glücklich. Wissen Sie, der Mörder ist ja vielleicht schon gefasst. Sie meinen die Gärtnergehilfen? Der junge Mann, der die Tote gefunden hat, ja. Ein Verdächtiger, den die Polizei sofort mitgenommen hat. Also, ich habe mich sehr zu bedanken bei Ihnen. Sie ersparen uns eine Menge Aufregung. Ich melde mich bei Ihnen zum Tanzen an. Nein, nicht ich. Ich habe einen großen Betrieb. Ich schenke meiner Belegschaft Tanzstunden. Darf ich das? Dieser Mann ist ein ganz gerissener Lügner. Aber bitte, ich sage nichts. Frau Fries, Hetty ist tot. Haben Sie schon gehört? Ja, Hettys Eltern haben angerufen. Ich weiß, wer sie umgebracht hat. Robert Fischer, ein Freund, mit dem sie Schluss gemacht hat. Er wollte sie gestern Abend abholen, ihr entgegenfahren. Er hat sie umgebracht. Wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Gerade war der Vater von Robert da. Robert sei Hetty nicht entgegengefahren, weil er viel zu betrunken war. Jemand hat ihm den Autoschlüssel abgenommen. Er hat einen Zeugen dafür. Ich weiß, wie dir zumute ist. Bleib doch stehen! Hetty, halt mal an! Bitte halt doch mal an, Hetty! Herrgott, tu doch, was ich sage! Ich hab gesagt, lass mich in Frieden! Hau ab! Hetty, ich muss mit dir reden. Was ist denn da los? Ich lass mich doch. Komm, du musst mich anhören. Hetty, musst du jetzt mich... Nein, ich hab dir gesagt, ich will nicht mehr mit dir reden. Bitte, Hetty! Jetzt lass mich doch, ich kann das nicht. Hetty! Nein! Au! Hetty! Jetzt komm mal zu dir. Hetty! Sieht ganz gut aus. Vielleicht kommen wir davon. Gib dir mal das Gesicht ab. Wie siehst du denn aus? Kommst du mal runter, Polizei ist da. Polizei? Uniform oder Zivil? Zivil. Du ziehst dich jetzt an und versuchst einen ganz normalen Eindruck zu machen. Schaffst du das? Ob du das schaffst, will ich wissen. Guten Tag. Fischer. Die kleine Ruhm, ja, wir haben schon davon gehört, umgebracht gestern Nacht auf dem Heimweg von der Tanzschule. Das ist es doch, oder? Ja, das ist es. Bitte. Danke. Wir können es noch gar nicht glauben. Wir haben das Mädchen ja gekannt. Sie war ab und zu hier, weil sie mit meinem Sohn, na, befreundet will ich nicht sagen, aber... Ja, das haben wir gehört von Hetty Ruhms Eltern. Kann ich Ihren Sohn jetzt sprechen, bitte? Er wird gerufen, ja. Hm. Die Frage beschäftigt uns natürlich alle. Wer kann eine solche Tat verübt haben? Ist doch schon jemand verhaftet worden? Ein Angestellter der Gärtnerei? Nein, nur vernommen. Wir kennen die Gärtnerei sehr gut. Wir kaufen da unsere Pflanzen und Blumen ein. So wie Hetty Ruhm. Ah ja, das wissen Sie. Ich habe den Besitzer der Gärtnerei angerufen. Wir haben auch über seinen Angestellten gesprochen, der etwas undurchsichtig ist. Mir ist der Mann auch schon aufgefallen. Wieso aufgefallen? Ja, wie das so ist, wenn einem jemand nicht ganz geheuer vorkommt. Kann ich Ihren Sohn jetzt sprechen? Ja. Hauptsache, keine Angst haben. Ist ein ganz normaler Mensch. Etwas aufgeregt bist du natürlich, darfst du sein. Weil du Hetty kennst, kanntest. Verstanden? Also los jetzt. Wenn die Rede auf den Gärtner kommt, der Mann war dir immer unheimlich. Und Hetty hatte denselben Eindruck. Los jetzt. Hier ist er. Guten Tag. Guten Tag. Er ist noch ganz benommen von der Nachricht. Wann haben Sie erfahren, dass Hetty Ruhm ermordet wurde? Heute Morgen. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Sie waren mit Hetty befreundet, nicht wahr? Ja. Wussten Sie, dass sie Tanzunterricht genommen hat? Ja. Herr Fischer, wann haben Sie Hetty zum letzten Mal gesehen? Das habe ich dich doch auch gefragt. Du hast gesagt, gestern Morgen. Ja.
weil die Eltern haben mir erzählt, dass sie sie ab und zu in ihrem Wagen zum Tanzunterricht gefahren haben. Hast du sie zur Tanzschule gefahren? Nein. Aber getroffen hast du sie doch. Du bist gefragt, weil deine Antworten der Polizei helfen können, verstehst du? Ja, ja. Jetzt sag doch mal, was du über den Gärtnergehilfen weißt. Du kennst ihn doch, Hetty kannte ihn auch. Ihr war er doch auch immer unheimlich. Na Gott, nun sag das doch. Mir hast du doch auch gesagt. Es war fast sein erster Gedanke, dieser Mann. Wie versteinert hast du da gestanden? Nur ja und nein gesagt. Ich glaube, wir sind doch noch ganz gut durchgekommen. Vom Telefongespräch jedenfalls wissen Sie nichts. Hallo, Manni. Hat Hetty Rohn hier ihre Blumen ausgesucht? Ja. War sie öfter hier? Haben Sie sich mal mit ihr unterhalten? Wir haben uns über Tiere unterhalten. Ja, sie hat gewusst, dass ich gerne in den Wald gehe. Ich habe ihr erzählt, was ich alles beobachte. Sie hat mir immer gerne zugehört. Sie wollte mal mitkommen. Ich habe mal einen Uhu gesehen, das habe ich ihr erzählt. Sie hatte noch nie einen Uhu gesehen. Ja, ich auch nicht. Du? Ich habe Fräulein Rohn gesagt, wenn wir ihn sehen wollen, dann müssen wir ganz früh aufstehen und Glück haben. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann müssen wir uns bei ihm entschuldigen, weil wir ihn gestört haben. Würden Sie bitte mal herschauen? Danke. Was hältst du von jemandem, der nachts im Wald Tiere beobachtet, aber ansonsten Kontaktschwierigkeiten hat? Kontaktschwierigkeiten? Der Mann, der kann natürlich auch Bewusstseinsstörungen haben. Er kann auch gewalttätig sein, ohne sich daran zu erinnern. Das eigentlich ist ein Motiv wie aus dem Bilderbuch. Warst du schon in der Tanzschule? Vielleicht können die dir weiterhelfen. Ich meine, die Leute müssen ja das junge Mädchen sehr gut gekannt haben. Vergesst den Hüpfschwung nicht, Kinder. Ihr seid wie im Winterschlaf. Guckt euch an. Dreh mal, Stefanie. Gut so. Und schaut euch in die Augen. Stefanie, für dich auch. Ja, ich komm's nur mal. Polizei ist da wegen Hetty Rohn. Ja, wir haben schon mit Ihnen gerechnet, denn von hier aus ist sie totgefahren. Ich hätte gerne von Ihnen erfahren, war gestern Abend irgendetwas ungewöhnlich? Anders als sonst? Hat Hetty Rohn selbst irgendeine Bemerkung gemacht oder vielleicht Angst gehabt oder... Hat sie irgendetwas erwähnt, was im Zusammenhang stehen könnte mit dem Mord? Die Frage haben wir uns auch schon gestellt, ohne eine Antwort zu finden. Mir ist das alles noch unfassbar. Ein besonders reizendes Mädchen. Sehr hübsch, sehr fantasievoll. Sie hat so viel Freude gehabt am Tanzen, an der Bewegung, am Rhythmus. Sie hat bestimmt sehr gerne gelebt.
Sie können auch keine Angaben machen. Polizei! Ja, Polizei, wegen Hattie. Deswegen hat sie auch den Unterricht abgebrochen. Verzeihen Sie! Sind Sie wegen Hattie Rune hier? Ja. Hat man Ihnen gesagt, dass die Hattie gestern Abend Angst gehabt hat? Angst? Ja, der Robert Fischer, ein Freund, wollte ihr entgegenkommen, sie abholen. Er hat doch hier angerufen. Angerufen hier in der Schule? Der Fries ist zu Hattie gekommen, hat es ihr gesagt. Und dass sie ihm nicht davonlaufen soll. Hast du das gehört? Bin ja nicht taub. Also nochmal zurück. Ja, ja, das ist richtig. Er hat hier angerufen. Er war auch aufgeregt. Vielleicht auch betrunken. Ich hatte den Eindruck, er ist nicht ganz bei Sinn. Warum haben Sie das nicht gesagt? Warum nicht? Warum nicht? Meine Frau wollte es nicht. Sie sagte, erwähne es nicht, also habe ich es nicht erwähnt. Und warum sollte es nicht erwähnt werden? Wir wollten da nicht in etwas hineingezogen werden. Ich habe an den Ruf der Schule gedacht. Los mit dir. Du schläfst am helllichten Tag. Die Polizei ist wieder da. Steh auf. Warum kommt er denn noch mal zurück? Lass ihn rein. Wir stehen ihm sofort zur Verfügung. Vielleicht hat er doch erfahren, dass du telefoniert hast. Ich weiß, ich weiß. Ich habe ihn etwas verschwiegen, das Telefongespräch. Ich habe es aus guten Gründen verschwiegen, weil es sie auf eine falsche Spur geführt hätte. Sie hätten sofort gedacht, jetzt haben wir ihn. Den Täter, den Mörder. Das denke ich immer noch. Und was ist daran so falsch? Alles. Sie haben telefoniert. Hat er. Das wird ja nicht bestritten. Jetzt lassen Sie Ihren Sohn doch endlich mal alleine antworten. Ja. Aber ist dem Mädchen nicht entgegengefahren? Dafür gibt es einen Zeugen. So, und wer ist das? Der Mühlenwirt, der dabei war, wie mein Sohn telefoniert hat. Eduard Sänger. Er wird Ihnen bestätigen, dass mein Sohn dem Mädchen nicht entgegengefahren ist. Das ist alles belegt. Mit genauen Uhrzeiten. Darf ich Ihren Sohn alleine sprechen? Und wieso denn? Es kann doch hier alles offen ausgesprochen werden. Bitte. Ja, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch nicht mehr sagen, was ich... Herr Fischer, Sie waren mit Hattie befreundet. Die Eltern haben uns gesagt, dass Sie das Mädchen sehr gern gehabt haben. Ja. Haben Sie zufällig ein Foto von ihr? Sehr hübsch. War die entzückend. Wir haben sie nur tot gesehen. Und da sah sie so aus. Sie nehmen ihn mit? Ja. Wieso? Warum? Und wohin? Sie haben ihn doch nicht verhaftet. Nein, nur vorläufig festgenommen. Ja, darf ich nicht fragen, wohin Sie mit ihm gehen? Das werden Sie erfahren. Verhaftet haben Sie ihn jedenfalls noch nicht. Sie sind ja doch entgegengefahren. Kommen Sie, steigen wir aus.
Erzählen Sie, was passiert ist. Hetty, Hetty, hör mich an. Hetty, doch, du musst mich anhören. Ich wollte nur mit dir reden. Weiter nichts. Lass uns in Ruhe darüber reden. Hetty, bitte. Hetty, hör mich doch an. Du darfst mir nicht mehr weglaufen. Sie hat mich geschlagen. Ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Ich war ganz verzweifelt. Ich habe sie gepackt. Was machst du, Robert? Auf einmal ist sie gestürzt. Man hat sich nicht mehr gerührt. Ich habe eine fürchterliche Angst bekommen. Ich bin zum Auto gerannt. Weggefahren wie ein Verrückter. Dann habe ich irgendwo gewartet. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Ich habe Angst bekommen und bin wieder zurückgefahren. Da war sie tot. Tot. An dieser Stelle? Das kann nicht stimmen. Die Tote wurde da gefunden. Aber hier ist sie gestürzt. Das weiß ich ganz genau. Da lag ihr Fahrrad und hier ist sie gestürzt. Aber gefunden wurde sie da. Muss sie sich noch dahin geschleppt haben. Sie waren betrunken, nicht wahr? Ja. Haben Sie das Mädchen vergewaltigt? Nein. Nein! Sie können sich in den Wagen setzen. Das ist nicht der Mörder. Moment mal. Der Junge aus der Gärtnerei, der das Rad gefunden hat. Es gibt noch jemanden, der gewusst hat, dass das Mädchen diesen Weg entlang fährt. Komm. Frau Fries, kann ich Ihren Mann sprechen? Der ist im Moment nicht im Haus. Im Moment? Kann ich hier auf ihn warten? Ja, natürlich, bitte. Danke. Warum wollen Sie meinen Mann sprechen? Frau Fries, Sie haben versucht, uns das Telefongespräch zwischen Robert Fischer und Ihrem Mann zu verschweigen. Danke. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich wollte... Ich weiß, Sie wollten den Ruf Ihrer Schule retten. Sie haben das Mädchen ja beschrieben. Ich habe Ihre Worte noch im Ohr. Ein besonders reizendes Mädchen, sehr hübsch, sehr fantasievoll, Freude am Tanzen. Sie hat bestimmt sehr gerne gelebt. Wollen Sie oder können Sie uns nicht helfen? Gestern Abend um 10 war der Unterricht beendet. Mein Mann hatte mir von diesem Anruf für Hetty Rohn erzählt. Mach's gut. Tschüss. Er meinte... Man kann doch das Mädchen nicht einfach so gehen lassen. Du hast doch gehört, dass sie Angst hat. Angst vor ihrem Freund. Da muss man sich doch irgendwie kümmern. Ja, du möchtest dich um sie kümmern. Ich weiß schon die ganze Zeit, dass dir das Mädchen gefällt. Kannst du nicht aufhören damit? Du hast es versprochen. Du hast gesagt, nie wieder. Und kommst doch nicht los davon. Sei nicht hysterisch, ja?
Er wollte ihr nachfahren. Du bist verrückt, du bist wahnsinnig. Vielleicht wollte ich ihr helfen, unsere Schülerin. Ich bin ihr das schuldig. Bleib hier, bitte bleib hier! Ich hab gesagt, du bist verrückt, du bist wahnsinnig. Ich hatte Angst um ihn, um mich. Am meisten um das Mädchen. Ich habe nur gehofft, dass er ihr nicht begegnen würde. Ich habe hier gewartet, ich weiß nicht mehr, wie lange. Dann kam er zurück. Darüber sprichst, verlieren wir alles. Wenn du darüber sprichst, verlieren wir alles. Festgenommen! Da kommen Sie! Ist der Junge dabei? Ja, ist dabei! Ich sehe, bringen Sie meinen Sohn zurück. Ja, ich bringe ihn zurück. Nicht wahr? Der Angestellte in der Gärtnerei, dieser Manning. Ich habe mir davon Vorfällen berichten lassen, die ein sehr eigenartiges Licht auf diesen Menschen werfen. Naja, Sie hatten ihn ja auch gleich in Verdacht. Irgendwas nicht in Ordnung? Sie sind nicht in Ordnung.